Mein lieber Radfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich. Ja, ich möchte euch heute mitnehmen zu meiner Lockdown 2.0 Tour. Lasst euch mal überraschen, wo es hingeht. Ich fahre jetzt erstmal in die Stadt, dass ihr seht, wie viel gerade noch in Jena an Leuten los ist. Und dann geht's los. Viel Spaß! Hier rechts sieht man das Ernst-Abbe-Sportfeld, welches gerade umgebaut wird. Und da wird das neue Stadion von Carl Zeiss Jena entstehen. Das hier ist wahrscheinlich der Blick, den viele von euch über Jena mehr oder weniger kennen. Das ist direkt von der A4 aus. Ich kann euch nur empfehlen, fahrt mal in die Stadt rein, sonst wirklich ist es eine schöne Stadt. Und ich glaube, es ist auch Zeit, euch zu verraten, was ich heute vorhabe. Ich werde erstmal Richtung Stadtroda weiterfahren. Von dort aus über so ein paar Dörfer in Richtung der Leuchtenburg. Die ist bei Kala und das ist echt richtig schön dort. Schöne Aussicht. Ja, und von da geht es wieder zurück. Ich würde sagen, fahren wir mal weiter und ihr werdet sehen, wo es lang geht. Die Strecke, die ich hier fahre, ist übrigens auch ein Teil der Mittellandroute, die von Zittau bis in den westlichsten Zipfel Aachen geht. Die sind wir im Mai teilweise gefahren. Ich werde euch auch nochmal den Link oben mit einblenden und auch unten in die Videobeschreibung mit reinmachen. Dann könnt ihr euch das auch nochmal anschauen. Die Mittellandroute habe ich gerade verlassen und jetzt geht es erstmal ein ganzes Stückchen bergauf in Richtung Hausdorf und dann weiter in Richtung der Leuchtenburg. Was für ein gescheiter Berg. 12% Steigung. Hier auf dem Schild steht es auch nochmal. Ah, dafür ist es jetzt schön warm. So, ich bin oben. Hinter mir ist die Leuchtenburg. Es ging jetzt doch nochmal mit 13% Steigung hier hoch. Und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal was essen. Ich habe mir hier schon was vorbereitet. Hier in der Box. Ein Brötchen, ein paar Spekulatius. Ich werde dann nochmal ein paar Aufnahmen von der Leuchtenburg hier machen. Und dann geht es weiter Richtung Kader. Den Berg runter werde ich euch dann mal mitnehmen. Thank you.
geht für mich jetzt zurück nach Jena. Und ja, das wird auch das letzte Video dieses Jahr von mir sein. Das nächste wird es erst Mai nächsten Jahres wahrscheinlich geben, wenn ich wieder auf Radreise bin. Da möchte ich auch noch nicht zu viel verraten, das ist alles schon so ein bisschen in Planung. Verratet mir doch einfach gerne, wo ihr nächstes Jahr hinfahrt. Schreibt es hier unten in die Kommentare rein. Würde mich echt interessieren, was ihr so für Radreisen geplant habt und allgemein für Reisen. Kala habe ich jetzt schon hinter mir gelassen. Und für alle, die sich schon immer gefragt haben, wo denn die Prinzenrolle produziert wird, genau in diesem Haus wurde die hergestellt. Das ist die Fabrikhalle von Gebäukelag. Ich fahre jetzt, wie gesagt, nach Jena. Das sind noch gute 15 Kilometer. Wie man hinter mir erkennen kann, bin ich jetzt wieder in Jena angekommen. Ich muss jetzt nur in die Stadt wieder rein, das sind noch ungefähr 7 Kilometer. Insgesamt bin ich heute ungefähr 55 Kilometer gefahren. Es war insgesamt eine schöne Tour, es war mir eine Freude, euch mitzunehmen. Und freue mich dann aufs nächste Jahr, dass ich euch wieder mitnehmen kann. Es würde mich riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, dass ihr dann nächstes Jahr auch wieder mit dabei sein könnt, dass ihr nichts verpasst. Ja, und freue mich über eure Kommentare, was ihr nächstes Jahr geplant habt. Während ich in die Stadt reinfahre, blende ich euch nochmal die Strecke ein, die ich heute gefahren bin. Viel Spaß!